Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute möchte ich euch gerne ein quasi brandneues Modell zeigen von Hörner, ja. Und zwar in dieser schönen Schatulle kommt dann an, eine typische Standard-Schatulle von Hörner, ja. Sehr, sehr schick. Hartes Plastik mit diesem Phönixvogel hier vorne drauf auf diesem Blechschildlein. Das Modell Vectrum, ja, brandneu. ja. Und zwar ist das jetzt so: der Hörner, also der André Hörner, der hat über die sozialen Medien, also Facebook und Instagram, hat er eine Umfrage gestartet, hat quasi seine Kunden, seine Zuschauer, meine Zuschauer, also irgendwie alle, die mit Stiften irgendwie was mit zu tun haben, der interessiert daran gewesen ist, der mitmachen wollte, quasi mitentscheiden lassen, wie das neue Modell der nun heißen soll, ja. Und nach einigen Tagen Entscheidungszeit ist dann herausgekommen, dass sich die Zuschauer für den Namen Vectrum, ja, Vectrum entschieden haben. Und ich persönlich finde, der Name passt wirklich gut, ja. Ist ein schönes, elegantes Design, ja. Und in diesem Set kommt der Vectrum hier quasi an, ja, als einmal hier als Tintenschreiber, also als Tintenroller hier quasi, ja. Sehr schönes Modell, wie ich finde. Und hier einmal als Kugelschreiberversion. Ja, hier auch als Drehkugelschreiber natürlich, wie immer. Und was diese beiden Modelle auszeichnet, ist, man sieht es sofort, dieses schöne Design. Wir haben hier so eine gerillte Oberfläche, ja, mit schönen Vergoldungsverzierungen hier. Der Clip, der ist schön vergoldet. Hier das Hörner-Logo, das zeige ich euch mal kurz. Ja, hier in diesem vergoldeten Ring quasi. Sieht sehr, sehr schick aus. Hier im Kontrast diese Querringe zu diesen. Nicht diagonal, vertikal. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeit mit diesen Wörtern, also senkrecht. Senkrecht und waagerecht, ja. Sieht sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Und ich muss sagen, die Stifte, die sind aus Messing. Ja, Messing mit Goldlegierungen, wie der André mir das so gesagt hat. Ich finde, gerade so der Kugelschreiber, der ist relativ leicht. Ja, also ich verwende ja gerne Hörner-Kugelschreiber. Also auf der Arbeit zum Beispiel, da habe ich meinen Hörner Urban, den ich gerne benutze, den mir auch gerne die Jugendlichen gerne mal wegnehmen und damit herumschmieren, wenn sie im Büro sitzen, weil er einfach sich so schön anfühlt, weil er ein gewisses Gewicht hat in der Hand und weil die Mine, ja, die Softline-Mine von Hörner einfach so wunderbar und richtig schön gleitend schreibt. Es macht eine richtige Freude, ja. So, und ich finde es ja immer ganz gut, ne? Der André, der meldet sich immer bei mir. Ich habe ja mit dem privat Kontakt über WhatsApp und so. Und ich finde es immer ganz schön, dass der André von meiner Meinung immer so viel hält, ja. Also er schreibt mir immer, er schickt mir die Sachen immer zu zum Ausprobieren, zum Testen. Und wenn ich etwas auszusetzen habe, dann sage ich ihm das auch immer, ja. Und ich hatte ihm gesagt, hier, André, also das Set ist nicht besonders günstig. Ja, ich meine, es sind auch so um die 50 € ungefähr, ja. Ich habe ihm dann gesagt, wenn das preislich schon nicht anders da geht, würde ich echt vorschlagen, dass du das Beste rausholst, was du nur kannst. Ja, so. Und ich habe ihm geraten, den Kugelschreiber grundsätzlich von Werk aus schon, also quasi vom Versand aus her schon, mit dieser wunderbaren Hörner Softline-Mine auszustatten, weil das meiner Meinung nach, was das Gleitvermögen, die Schreibeigenschaften, selbst für einen Kugelschreiber, für so etwas Banales wie einen Kugelschreiber, ja, das Beste ist, was es momentan auf dem Markt gibt, meiner Meinung nach, ja. Und
Da hat er tatsächlich auf mich gehört und hat dann gesagt, alles klar, dann mache ich das so. Dann starte ich dieses neue Modell grundsätzlich mit dieser wunderbaren Hörner-Softline-Mine aus. Und ich persönlich, ich finde, es hat sich echt gelohnt, denn aus dem Stift ist ein wirklich sehr schönes und sehr, sehr gut schreibendes Schreibgerät geworden, ja. Und wie ich schon sagte, ich finde ihn relativ leicht, ja. So, und wenn ich jetzt leicht sage, mache ich vielleicht mal so ein paar Darstellungen hier. Ja, und zwar der Kugelschreiber, der wiegt 30,8 Gramm. Ja, das sieht nach viel aus, finde aber, dass sich das in der Hand nicht so anfühlt, weil das meiste Gewicht liegt hier hinten in der Kappe, beziehungsweise hier im Drehmechanismus, während hier vorne der Griff eher leicht ist, ja, was auch die Schreibballons ganz anders da hält, ne? Und obwohl ich finde, dass der Stift relativ dünn ist, merkt man das nicht unbedingt so. Also ich bin auch eher jemand, ne, ich mag eher Stifte, die oder eher Kugelschreiber, die so ein bisschen mehr Fleisch zwischen den Fingern bieten, ja. Wie hier zum Beispiel der Himmelstier, den kann ich auch mal kurz auf die Waage legen. Der ist sogar schwerer, ja, also knappe 35 Gramm. Dann hier als Vergleichstest vielleicht nochmal den Gravitas Quatsch, Gravitas Twist. Ja, das sind, ihr seht es, knapp 82 Gramm. Das ist schon wesentlich mehr, ja. Vielleicht noch als kleinen Vergleich einen Kugelschreiber von Lamy 2000. Der ist natürlich leichter, ja. Weil der halt eben auch aus diesem Carbonmaterial ist, aus dem Markrollon. Hier noch ein anderer Metallkugelschreiber aus Aluminium, der Carandage 849, glaube ich, heißt das Modell. Ja, und dann einen weiteren habe ich hier noch, zeige ich euch gleich mal im größten Vergleich, der Pelikan K205, meine ich, heißt das Modell. Ja, hier mit 16,23 Gramm. Und da sieht man dann schon, dass der neue Vectrum von seinem Gewicht her schon relativ viel aussieht. Aber wie schon gesagt, ich finde, dass man dieses Gewicht nicht wirklich spürt. Also beim Schreiben jedenfalls, weil halt eben das meiste des Gewichts tatsächlich hier im hinteren Bereich hier liegt. Und da finde ich auch, der Schreibballons macht das überhaupt nichts. Ich muss sagen, obwohl ich jemand bin, ich mag eher dickere Stifte. Ich schreibe mit diesem Kugelschreiber echt gerne, ja. Und ich finde auch optisch macht er in der Hand wirklich eine Menge aus. Er sieht schön aus, wie ich finde, sehr schön elegant, ja. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte euch gerne mal so noch mal so, was den Größenvergleich angeht, noch die anderen Stifte zeigen, ja. Also die anderen Kugelschreiber quasi. Hier also mit dem Hörner Vectrum, das brandneue Modell, dann meinen heißgeliebten Himmelstier Big G's blauen Drachen, ja, meinen Lieb, also den benutze ich gerne für die Schule, ja, und für auf die Arbeit habe ich meinen Hörner Urban, aber den habe ich nicht da, weil der ist halt auf der Arbeit, ja, und hier zu Hause benutze ich jetzt mittlerweile den hier ganz gerne, ja, so und bisher habe ich auch den da hier gerne immer benutzt, den Gravitas Twist. Allerdings hat mir jetzt die Frau weggenommen, ja, ist auch okay. Und im Vergleich zu einem Pelikan K205 und der Lamy 2000. Ja, und wenn ich den jetzt hier wegtue und noch den kleinen hier im Bunde hineinlege, quasi der Carandage 849. Ja, tut mir leid, ich kann nicht anders. Ihr kennt mich doch. Ja, ansonsten haben wir ja auch hier, wie das bei den Hörner-Tinten Rollermodellen so der Fall ist, halt hier diese Steckkappe, wie ich finde, macht auch einen schönen, soliden Eindruck. Wertig vor allem, ja, auch dieser schöne Klick-Sound. Ja, relativ laut, aber soundmäßig schön. Ja, lässt sich natürlich auch hier aufkeppen.
Ich finde so vom Design her, von der Optik in der Hand, finde ich das jetzt weniger schön. Also da mag ich dann das Design vom Parker Urban ein bisschen mehr. Also mit aufgesteckter Kappe jedenfalls. Man sieht ja auch hier, dass man hier eine Kante hat, die sich vom Behälter abhebt quasi. Ich finde, auch wenn das hier eine Kante ist, ist das jetzt kein Bereich, der stört. Ne? Also man hat ja dann oft so Bedenken, dass es vielleicht eine Kante ist, die mit der Zeit zwischen den Fingern oder auf dem Handballen irgendwie wehtun könnte oder sowas. Ja, aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, ja, generell wirkt auch der Stift im Großen und Ganzen sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wird auch ausgeliefert mit einer mit einem Hörner Tintenrollermine, ja, gibt es in verschiedenen Farben, schwarz, in blau, ich meine grün und rot gibt es auch, bin mir nicht sicher. Tue ich natürlich gerne das Modell unten verlinken, in der Videobeschreibung, ja, und wenn wir schon beim Schreiben sind, zeige ich euch jetzt mal ein kleines ja, Schreibbeispiel. Ja, so, und dazu wieder die schöne Kameraperspektive so von der Seite aus gesehen, ja. Ich fange jetzt mal hier mit dem Kugelschreiber an, ja, weil ich finde, also Kugelschreiber sind ja oft bei uns Füller-Fans so ein bisschen, werden so ein bisschen verhöhnt. Ich finde allerdings, dass Kugelschreiber auch sein müssen, weil man halt eben nicht in jeder Situation einen Füller benutzen kann, ja. Und ich persönlich, ich greife dann eher lieber zu einem schönen Kugelschreiber als jetzt zu einem Tintenroller zum Beispiel, weil, keine Ahnung, mag ich einfach mehr. Ne? Allerdings dann auch nur dann halt eben auch zu Kugelschreiber mit einer Mine, die echt gut schreibt. Ne? Also wenn das wenn das eine Menge Druck braucht, dass ich überhaupt damit schreiben kann, dann macht mir das keinen Spaß. Ja, also ich sage jetzt mal salopp, sowas hier zum Beispiel, das macht mir jetzt überhaupt keinen Spaß, weil es ist anstrengend damit zu schreiben, als jetzt hier mit so einer schönen Hörner Softline Mine. Ja, die kann man auch einzeln kaufen. Allerdings in diesem Modell ist das schon mit automatisch mit drin und das finde ich echt super. Ja, so, also, dann haben wir hier brandneues Modell. Das ist der Hörner Vectrum, ja, Kugelschreiber. Ja, mit der Hörner Softline-Mine. Ja, in Blau. Und als kleinen Testsatz, wie immer, und ich muss echt sagen, also ich liebe diese Mine, also diese Softline-Mine von Hörner, ich liebe sie. Ich habe mir vom André so ein Päckchen damit zuschicken lassen und habe damit eigentlich alle Kugelschreiber damit ausgestattet, in die diese Mine passt. Ja, und das sind eigentlich bis auf die von Lamy alle. Also anstandslos alle. Ja, und das ist auch der Grund, warum auch meine Jugendlichen auf der Arbeit meinen Hörner Urban Kugelschreiber so gerne haben, weil halt eben diese Softline-Mine so unglaublich gut schreibt, ist unfassbar. Ja, okay, also man kann sich natürlich denken, hier so diese Kugelschreibertinte, ja, ich habe es ja schon gezeigt, wenn man jetzt so ein bisschen feuchte Finger hat, wie ich jetzt in diesem Moment, dann kann das ein bisschen schmieren unter Umständen, hat aber auch was mit dieser Fließfähigkeit der Tinte zu tun, die in dieser Mine verwendet wird, ja. Also man muss ja immer so einen kleinen Kompromiss eingehen. Ne? Also 100% perfekt geht eigentlich nie. Und von daher, ich würde die Schreibeigenschaften jetzt als wichtiger erachten als jetzt die Tatsache, dass jetzt selbst die Kugelschreibermine, also die Tinte in einem Kugelschreibermine überhaupt nicht verschmiert, ja. Das ist eigentlich, finde ich, auch normal.
Ja, also mit ein bisschen Schmackes und auch mit ein bisschen Feuchtigkeit kriegt man sogar einen Bleistift dazu zu schmieren. Ist so, ja. So, mein Liebling in dieser Kollektion, der Hörner Vectrum Kugelschreiber. Möchte euch aber natürlich auch gerne nochmal kurz den Tintenroller hier quasi zeigen. Ja, das ist dann der. Das ist der Hörner. Ja. Die schreibe ich diesmal ein bisschen anders weg. Trumm, aber auch in Anführungsstrichen. Tintenkiller, nein, Tintenroller. Auch hier mit der Mine in Blau. Ja, also für meinen Geschmack ist diese blaue Tinte in dem Tintenroller ein bisschen zu dunkel. Also für meinen eigenen Geschmack. Also ich hätte es dann lieber dann schon ein bisschen heller, wie jetzt hier bei dieser Kugelschreibertinte, ja. Aber okay, das ist ein Luxusproblem. Ja, so, und der Testsatz. Ja, auch hier dieser kleine Verschmiertest. Das wird auch ein bisschen was an verschmieren. Also das wird auch ein bisschen verschmieren. Diese Tintenrollerminen haben ja so, also diese Tintenroller-Tinten haben immer so den Ruf, dass sie relativ schnell trocken sind. Und das ist auch so, ja. Und es gibt aber auch bei Tintenrollerminen immer so solche und es gibt solche. Ja, und es gibt von verschiedenen Herstellern. Ich habe zum Beispiel jetzt mit diesen Tinten, also mit diesen Tintenroller, was ist denn heute los mit mir? Mit diesen Tintenrollerminen von Hörner, ja, habe ich noch nie Probleme gehabt. Also ich habe von anderen Herstellern schon Schwierigkeiten gehabt damit, dass dass der Tintenfluss im geschriebenen Text mittendrin dünner wurde, ja, oder sogar ganz weggefallen ist, ja, dass ich dann ein bisschen nachklopfen musste, damit die Tinte da wieder nachläuft, ja, und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Das muss einen schönen, durchgängigen Tintenfluss haben und das ist bei dieser Tinte, in diesen Minen wirklich gegeben, ja, und da kann ich sagen, Hörner, der André, achtet tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum ich seine Marke so gerne unterstütze. Ja, und weil ich seine Schreibgeräte selbst auch gerne benutze, weil der André weiß, worauf es ankommt. Ja, also er weiß, worauf es ankommt. Es müssen gute Schreiberlinge sein, die qualitativ gut gebaut sind, die gute Minen verbaut haben, ja, und selbst bei dem Kugelschreiber, selbst wenn es die normale Hörner-Kugelschreibermine ist, die verbaut ist, selbst die ist besser als so manch andere. Ich sage es euch, ja. Und das spricht für mich immer für ein sehr, sehr gutes Produkt, das meiner Meinung nach dann auch, wenn ich mir dann auch schon besonders den Preis anschaue, sagen kann, das ist seinen Preis wirklich wert, ja. Und wenn ich mal bedenke, dass manch andere Kugelschreiber jetzt tatsächlich mehr gekostet haben, ja, also gerade so im Set, ja, hier, der hier zum Beispiel, der ist auch, der kostet insgesamt, also der kostet eigentlich so viel wie das Set zusammen. Und da muss ich sagen, ist man mit sowas echt besser bedient, meiner Meinung nach, ja. Also, und ich weiß, dass mittlerweile viele Kunden zum André gegangen sind und haben sich dort ein Schreibgerät gekauft und ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal gehört, dass da die Kunden unzufrieden sind, ja, und das spricht wirklich für sich, ja, und das ist auch der Grund, warum ich den André immer gerne unterstütze, ja, mit Produktbildern und Videos und mit meiner eigenen Begeisterung, dass ich die Stifte auch selbst sehr, sehr gerne benutze, privat, in der Schule, auf der Arbeit, ja, und das hat es, das heißt schon was, muss ich sagen, ja. Okay, Freunde. Also dann bin ich wieder am Ende für heute mit diesem Video mit knapp 20 Minuten. Ich wollte eigentlich mich heute kürzer halten. Wäre nichts geworden, sorry. Ja, lieber André, ich danke dir recht herzlich, dass du mir das Set hast zukommen lassen zum Ausprobieren und zum Reviewen. Und Release ist jetzt aktuell
Heute, ja, also Freitag der, was haben wir heute? Der 9. Freitag der 9. Dezember. Ich muss noch mal auf den Kalender gucken. Ich bin mit Zahlen immer so schwach. Ja, also quasi ab heute, ja, Freitag ist dieses Schreibset offiziell erhältlich. Ja, Produktlink natürlich in der Beschreibung. Und dann, Leute, danke ich euch fürs Zuschauen. Danke ich für euch fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.